Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Hole den Helm von den Dieben zurück. Okay, das machen wir doch mal direkt. Ist ja praktisch in der Nähe und da fliegen wir doch einfach mal hin. Überraschen wir die Leute doch mal. Immerhin wollen wir doch diese Quest auch so schnell wie es geht vollkriegen. Okay, da unten. Würde mal sagen, dann lassen wir uns mal hier nieder und wirken erstmal ein Unsichtbarkeitszauber. So. Da sind sie. Die Schwinderinnen. Ich lasse den Troll einfach alles machen. Diesen Kampf überlebt Expulso. Ich lasse den Troll einfach alles machen. Das wirst du noch rein. Na komm schon. Ich habe damit kein Problem. Warte, wo ist der Troll? Da ist der Troll. Expulso! Komm schon, Troll, mach ihn fertig. Expulso! Go, Troll, go, Troll. Go, 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 go. Wer wird gewinnen? Der Waldtroll oder die Arschwinder? Wetten werden jetzt angenommen. Go, Troll, go, Waldtroll. Komm, du schaffst das. Oh, bei Trollmann. Das hast du super gemacht. Und ich gebe dir jetzt den Rest. Ja, fand ich super. Danke für die Vorarbeit, lieber Troll. Das kannst du gerne wieder zurücknehmen. Das brauche ich nicht. Okay, ich kann keine Tränke mehr zunehmen. Okay. Revelio. Wo ist jetzt der Helm? Ach, da ist eine Truhe. Okay. Protego. Das war es. Ach Mist, hätte ich mal den Troll leben lassen. Ah, hervorragend. Defender. Reductor. Arresto momento. Defender. Findest du? Finde ich ehrlich gesagt nicht. Okay, bringe den Helm zurück zu Lodgok. Okay. Ich glaube, da reisen wir doch mal einfach mal schnell dorthin. Das ist ja ein Reisepunkt. Man muss auch ein bisschen ein Leben abkürzen, ne? Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Lockcock den Helm geben? Die Arschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Er ist... fantastisch? Er ist fantastisch, Lodgok. Ich verstehe, warum Sie ihn zurück wollten. Dass Sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Ah, dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seine Suche?
Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Das ist wohl wahr. War hier in der Nähe nicht eine schnelle Mehrling-Prüfung? Oder habe ich mir das noch eingebettet? Doch, hier war es. Hier war es. Das macht mir noch. Oh, welch angenehme Überraschung. Revelio. Ich muss die Sachen hier zusammenbringen. Okay, das ist doch easy peasy. Lumos. So. Nummer 1. Dann sind die nächsten. Wie gesagt, das ist eigentlich eine sehr leichte Aufgabe. Aber mitkommen. Und einmal hier rein. So, wo sind die anderen? Ach, da hinten, okay. Einmal mitkommen. Und dann bitte hier rein. Merci beaucoup. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Oh, ich möchte einmal einen kompletten Livestream nur von den Prüfungen machen. Das wäre episch. So, was ist denn unsere nächste To-Do-Aufgabe? Karte von Hogwarts. Ihr müsst noch die ganzen Flo-Dinge auch noch aufsammeln. Vor allem hier ist ja auch, glaube ich, noch Schloss Falbaton. In der Nähe des Eingangs zu Schloss Falbaton im Tal von Hogsmeade. Das können wir ja auch noch alles hier freischalten. Das sollten wir auch mal tun, wenn die Zeit dafür da ist. Ich meine, das können wir ja auch damit verbinden, wenn wir Merlins Prüfungen machen. Muss ich gucken. So, Aufträge. Tierwesenunterricht besuchen. Okay. Da bin ich mal gespannt. Bei meinem privaten Spielstand ist dann ein paar Mal das Spiel abgestürzt. Guck mal, das hier haben wir auch noch nicht. Dann würde ich zuerst mal diesem Flo Flammer sammeln. Andererseits haben wir das jetzt aktiv bei dem. Dann deaktiviere ich das mal kurz. Revelio. Und jetzt folgt mir das Licht, was mich jetzt auf einmal woanders hinführt. Okay. Nimm mich zur Kenntnis. I guess. Das ist ja praktisch hier in der Nähe. Von daher. Geht schnell. Warum habe ich die nicht aufgesammelt? Hatte ich das auf den YouTube-Let's Play schon gesammelt oder nicht? Revelio. Ich glaube nicht, dass wir hier schon waren. Was kommt mir das nicht bekannt vor?
Brauchst du Hilfe? Wo soll ich hin? Hier ist irgendwo eine Seite. Angeblich hier. Ich würde mal sagen, unter uns. Da ist auch ein Schmetterling. Könnte natürlich aber auch über uns sein. Wieder mal auf Abenteuertour? Nö. Aber hier ist eine Seite. Rebellion. Mist, habe ich jetzt nicht gelesen. Egal. Lumos. Ist doch hier. Vorsicht, wo sie hintreten. Sonst denken alle, das war ich. Hier bist du. Na komm her. Dich sammle ich noch. Der Schulleiter hat kein Mitgefühl. Ich verdiene einen würdigeren Ort. Keinen, an dem es nach dumm steht. Rebellion. Komme ich hier lang? Danke für das Geld. Wenn sie nach einem falschen Schritt in Gestank gehen. Der dadaischen Schlüssel müssen wir auch mit der Zeit abschließen. Da fehlt uns, glaube ich, auch nicht mal so viel. Ich weiß aber noch, dass wir für 1 oder 2 sogar noch Alohomora benötigen. Jetzt müsste ich einmal zwischenspeichern. Sicher, sicher. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy, Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf. Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier. Du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Oh, sehr süß. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Mit der Tierwesenbürste. Ich stelle mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Mit der Tierwesenbürste werden magische Tierwesen gestriegelt. Rechte Pfeiltaste antippen, um die Tierwesenbürste dann Zauber Z zuzuweisen. Warte mal. Dann machen wir mal hier. Bitteschön. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, ich möchte ihn einfach nur knuddeln. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Mit Tierwesenfutter werden magische Tierwesen genährt. Hätte das gedacht.
die Schüben gereiht. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich, da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Ich höre auf. Was denn, Danny, was machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt nicht lustig. Los, komm. Der Arme. Oder die Arme? Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Ich möchte erstmal interagieren. Was soll ich jetzt als nächstes tun, Professor? Helfen Sie Miss Sweeting im Knieselgehege. Sie wird Hilfe beim Bürsten und Füttern brauchen. Sie werden sehen, es ist ganz ähnlich wie bei den Knuddelmuffs. Okay. Oh, ist so süß. Und hier ist auch noch was zu essen. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Und hier? Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Und hier für dich. Ah, da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Okay. Hallo, was habe ich verbrochen? Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Es hat Spaß gemacht. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte. Bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Machen wir. Kriegen wir hin. Machen wir. Kriegen wir hin. Doppelt gemoppelt. Ich muss mit dir reden. Komm her. Ja. Was willst du, Poppy? Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orgiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun.
Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Klingt interessant. Bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Ich folge dir. Du bist bisher der Erste. Wirklich? Mist, ich kann Befehle über hier nicht blocken. Schätze ich. Wie gesagt, wir sind. Das hat mich überrascht. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Das ist alles eine Falle. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Bleib zurück. Oh, ein Hippogreif. Hallöchen, mein gefiederter Freund. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Darf ich den Seitenschnabel nennen? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Okay, Kopf runter. Beuge dich, Kopf runter und warte. Verbeuge dich. Und nochmal verbeugen. Habe Geduld. Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Lass es dir schmecken und gleichzeitig wirst du jetzt auch gebürstet. Dürfen wir es reiten? Please? Was hältst du von Wolkenschwinge? Sie war genial. Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen. Aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Das klingt verdächtig. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Wäre gut, dem nachzugehen, aber Wilderer sind gefährlich. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Die Wilderer sind bestimmt gefährlich. Die machen mir keine Angst. Außerdem würde ich alles für Wolkenschwinge tun. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Sei wirklich auf der Hut. Oh je. Wenn das nicht nach hinten losgeht. So.
War sonst noch irgendwelche Nebenquests hier? Nö. Okay, dann... Der nächste Auftrag für die nächste Folge wäre... Der mondbesessene Hausmeister. Finde heraus, was Goldwyn Moon will. Goldwyn Moon, der Hausmeister von Hogwarts, möchte mit mir über etwas sprechen. Ich sollte mich in der Empfangshalle mit ihm treffen. Uvelen Alohomora. Das ist doch gut. Gut, aber ich sage jetzt wieder an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Hogwarts Legacy. Bis dahin, tüdelü.